Mein Name ist Betty Boom mit der Nummer 00. Ich wohne in Wien und bin Jammerin bei Vienna Roller Derby. Roller Derby ist ein feministischer Sport und wird hauptsächlich von Frauen ausgeübt. Roller Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, also auf so Oldschool Quad Skates. Wir fahren auf einem ovalen Track, haben dabei Fünferteams. In den Fünferteams sind vier Blockerinnen und jeweils eine Jammerin. Und die Jammerinnen wollen die gegnerischen Blockerinnen überholen. Also gewonnen hat das Team, das die meisten Punkte gesammelt hat, dadurch, dass die Jammerin die meisten Gegnerinnen überholt hat und dafür Punkte gekriegt hat. Es ist technisch und strategisch sehr herausfordernd, was es sehr spannend macht. Heute spielen wir gegen die Roller Girls of the Apocalypse. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Probieren, schaffe ich es noch eine zumindest zu überholen, bevor die gegnerische auf unser Team trifft, weil ihr seid schneller. Vienna! Vienna! Gemma, Gemma, Gemma! Also es ist schon ein harter Sport und es wird schon sehr absichtlich auch geblockt. Aber da gibt es sehr strenge Regeln. Die Blockerinnen oder auch Jammerinnen dürfen zum Beispiel nur mit der Seite blocken, vor allem mit Schultern und Hüfte und Hintern. In den 1930er Jahren in den USA ist Roller Derby so als Showsport bekannt geworden. Anfangs sind die Frauen da im Kreis herumgefahren, bis sich herausgestellt hat, dass das Publikum es spannender findet, wenn die Frauen sich dabei auch irgendwie rausnocken. In Österreich gibt es bisher nur ein Team, das spoutet zumindest, aber es sind gerade schon andere im Aufbau und es wäre sehr toll, wenn sich das in Österreich auch weiter noch etabliert.